Hallo ihr Lieben, ich grüße euch herzlich willkommen bei Whisky Gold. Ich habe hier einen 19-jährigen Blended Scotch für euch stehen. Zu verdanken habe ich diese Flasche unserer legendären Busparty, dem Whisky Wikinger, wo waren wir das letzte Mal, Wikinger? Graal-Müritz, glaube ich. Genau, da drückte er mir diese Flasche in die Hand und sagte, hier, willst du haben? Kannst du ein Video machen? Habe ich gesagt, ja, kenne ich nicht, mache ich. Alles, was ich nicht kenne, nehme ich mal vor die Flinte. Ich habe hier einen anderen Korken, falls das auffällt, das ist ein Glengiri-Korken. Der ist tatsächlich mir einmal weggebrochen. Oder er war undicht, ich weiß es nicht mehr, oder hat ein bisschen geleckt. Ansgar, vielen Dank für die Flasche. Nun ist er dran, im neuen Jahr. Ich weiß gar nicht, nee, der kommt ohne Umverpackung. Und lasst euch nicht täuschen, wenn ihr nach ihm sucht, es gibt noch eine Ausführung mit einem gelben Etikett, also dieses blaue und es gibt ein gelbes, sind aber komplett identische Whiskys. Er ist noch verfügbar, ihr kriegt ihn für ca. 60 Euro, 19 Jahre alt, 3162 Flaschen kamen raus, also einige Fässer wurden da vermehlt. Was für Fässer, weiß ich nicht, Sherryfässer. Letztendlich können wir uns das auch wieder ausrechnen, ne? 19-jährige Sherryfässer, beziehungsweise die Sherryfässer wurden 19 Jahre alt, 19 Jahre mit dem Destillat belegt. 45,2 Volumenprozente. Kein Farbstoff, keine Kältefiltration, so sagt man. Ach, stehe ich auch nochmal drauf, doch tatsächlich. Gut, dass du nochmal liest, das Kleingedruckte. Das ist ein bisschen schlecht lesbar hier, dieses dunkelblaue auf schwarz. So, und dieser Whisky besteht zu 25% aus Single Malt Whisky und 75% aus Grain Whisky. Malt Whisky, Grain Whisky, sorry. Ja, relativ unscheinbar, ne? Standardflasche. Irgendwas hatte ich noch auf dem Zettel wegen ihm. Ach ja, abgefüllt von Sansibar Whisky. Das ist der unabhängige Abfüller. Seit 2012, glaube ich, in der Whisky-Welt unterwegs. Ich bin der Meinung, auf Sylt ist das Ganze, ne? Sansibar? Korrigiert mich, wenn ich mich irre, aber ich glaube Sylt. Oder die füllen für Sylt ab. Die haben da irgendwie ihren Kontakt und ich glaube sogar einen Laden da oder so. Ich weiß es gar nicht so genau. Naja, alles kann man nicht wissen, ne? Ihr schreibt es mir unten rein, dann brauche ich nicht nochmal nachrecherchieren. Ja, sehr seichte, angenehme Nase. Ganz zart plätschert er vor sich hin. Ja, und wir erfahren natürlich nicht, welche Brennereien hier Fässer abgegeben haben oder welche Brennerei Fässer abgegeben hat. Konnte ich nichts zu recherchieren. Ich habe echt gesucht, aber nicht gefunden. Ich hätte die natürlich selbst anschreiben können, aber vielleicht weiß es einer von euch. Und blind erraten ist hier nicht. Also einfach und das Erste, was mir in den Sinn kommt, wäre Milchschokolade. Sehr einfach gestrickt. Sherry zart, da denkt man sich 19 Jahre, da kommt jetzt ein Sherry-Brett. Auf gar keinen Fall. Würde mir einer sagen, ich habe hier eine 19-jährige Vollreifung in Sherry. Würde ich sagen, nee, da sind auch Bourbonfässer mit bei. Ja, wurden schon ein paar Mal befüllt, mein Gott. Letztendlich soll er ja schmecken, ne? Vielleicht tut das ja. Ja, eine zarte Süße, sehr, sehr einfaches Näschen. Viel passiert da nicht. Tja, Ansgar, auf dich.
Und zack, verschwindet er schon. Eine Würze bleibt zurück. Und ein bisschen Honigsüße. Also von der Textur sehr angenehm. Sehr weich. Etwas Zitrone. Zarte Süße. Also vom Abgang her lang bis mittellang. Der ist auch schon weg. Und jetzt, wie gesagt, diese Honigsüße bleibt mit so einer ganz zarten Holzwürze. Von der Sherryfass-Auswahl, es kann auch gemischt sein, ne? Also ich würde mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich würde jetzt einfach blind auf Oloroso tippen, PX tippen. Kann auch eine Mischung sein. Zarte Trockenheit hinten raus. Aber unwahrscheinlich. Also sehr unspektakulär insgesamt. Ja, passiert nichts. Kriegst du auch so ein bisschen kurzer Anschlag an Bitterkeit. Die Würze zieht voll durch, blüht ganz kurz auf, diese Milchschokolade, Honig, fällt alles in sich zusammen, Würze bleibt zurück. Und er bleibt so ein bisschen charakterlos. Also für 50, 60 Euro schafft er es bei mir nicht mal ins Mittelfeld. Ansgar, was hast du mir da angedreht? Nein, wir haben den, glaube ich, im Bus auch schon probiert, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Also für eine Busparty ist er ideal. Eine Flasche davon zulegen, würde ich nicht machen. Nicht für die 50, 60 Ocken. Da kriege ich doch sehr viel interessantere Whiskys. Ne, berührt mich jetzt nicht. Und diese Bitterkeit ist ein bisschen störend beim zweiten Schluck. Schafft es nicht. Ansgar, wahrscheinlich hast du mir deswegen den in die Hand gedrückt, wa? Nein, Spaß. Horizont erweitert. Also, wenn euch das interessiert, wie gesagt, ihr kriegt ihn noch. Blau oder gelbes Label ist eigentlich egal, das ist das gleiche drin. Warum das gemacht wurde, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also der Whisky ist wirklich... Er ist jetzt, ich will jetzt nicht sagen schlecht, aber wirklich... Er schafft es nicht mal ins Mittelfeld, ganz ehrlich. Einfach und bleibt nicht wirklich hängen. Und schon habe ich ihn vergessen. Und ich hoffe, ihr vergesst nicht zu kommentieren. Schreibt mal rein wegen Sansibar nochmal. War doch was mit Sylt, ne? Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.